Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Spätestens zum kommenden Weihnachtsfest werden wir wieder in Spiegel, Stern oder Fokus lesen können, dass die Israeliten nicht aus Ägypten ausgezogen sind, dass Mose erst in der langen Überlieferung von 2000 Jahren und mehr zu einem übermenschlichen Helden geworden ist, dass es kein Paradies gab, in dem ein erstes Menschenpaar gelebt hat, dass die großen Erzählungen der Bibel schlicht nicht wahr sind, weil das, was in ihnen erzählt wird, so nicht passiert ist. Für mich als Bibelwissenschaftler ist daran zunächst einmal merkwürdig, dass damit meistens nur Einsichten wiederholt werden, die in der universitären Bibelwissenschaft schon längst keine Aufreger mehr sind, weil sie zum Teil schon seit 200 Jahren diskutiert und irgendwo auch abgehakt sind. Auch die großen Kirchen haben, wenn man genau liest, diese Positionen schon längst übernommen und offiziell bestätigt. Ich zitiere nur eine Stimme: Kein Katholik muss mehr annehmen, die Welt sei in 6 Tagen entstanden. Nur für Biblizisten oder Fundamentalisten ist das noch ein ernstes Problem. Der Papst hat diese Sicht der Bibel kürzlich nochmal bestätigt in so einer kleinen, aber wichtigen Nebenbemerkung in seiner vielbeachteten Ansprache zu Welt und Kultur bei seinem kürzlichen Besuch in Paris. Dort sagt er: Auch wenn die Kirchen mit der Bibel einen hohen Wahrheitsanspruch verbinden, Zitat, so ist das Wort Gottes nie schon einfach in der reinen Wortwörtlichkeit des Textes gegeben. Ein interessanter Satz. Aber wenn man die Bibel also etwas distanziert, kritisch liest, wozu auch der Papst einlädt, was bleibt da noch übrig vom Wahrheitsanspruch der Bibel? Ich meine, sehr viel. Und zwar mehr als beim Pochen auf Texte, die Geschehnisse angeblich wortwörtlich wiedergeben. Aber so könnte man weiter fragen, ist da nicht alles der Interpretation überlassen, vielleicht sogar der Beliebigkeit? Ich meine, keineswegs. Oft hilft nämlich schon genaues Lesen, um nicht Missverständnissen aufzusitzen. Die besonders heiß umkämpften ersten Seiten der Bibel, die sogenannten Schöpfungsberichte, ein schreckliches Wort, das sich aber hält, reden gar nicht von einem ersten Menschenpaar namens Adam und Eva. Erst Kapitel später taucht der Eigenname Adam auf. Vorher ist im hebräischen Original von Ha-Adam die Rede. Und Ha-Adam heißt wörtlich übersetzt, lernt man so ungefähr in der 5. Stunde Hebräisch, der Mensch. Und dann ist weiter die Rede von dem Menschen und seiner Frau. Die tragen gar keinen Namen. Wenn wir das übersetzen in unseren Wissenschaftscode, dann heißt das, hier wird Anthropologie getrieben, in poetischer Form. Hier wird also nachgedacht über das, was den Menschen als Wesen zwischen Himmel und Erde auszeichnet. Und was liest man da? Der Mensch ist ein Erdling. Das macht der Text sehr schön deutlich mit einem kleinen Wortspiel. Der Ha-Adam, der Mensch, ist genommen von der Adama. Sie hören, wie das spielerisch geht, ja? Ha-Adam von der Adama, und Adama heißt Erdboden. In seiner Materialität, in seiner Stofflichkeit ist er ganz und gar nichts Besonderes. Das sagt auch jeder Chemiker. Viel Wasser, ein bisschen Kohlenstoff, ein paar Edelmetalle. Aber er ist zugleich doch mehr. Biblisch gesprochen, er ist ein beschnauftes Lebewesen. Ein Wesen, das tief geprägt ist vom Geschenk des Lebens, dass es sich nicht selber machen kann. Der Mensch ist geprägt von der Gottesbeziehung, der Suche nach Gott, und das spielt auf den ersten Seiten der Bibel auch eine enorme Rolle, er ist geprägt von der Geschlechtlichkeit. In seiner Freiheit kann er zwischen Gut und Böse unterscheiden, aber er muss das immer auch tun. Keine so leichte Aufgabe, denn so kann der Mensch auch fehlgehen. In seinen großen Möglichkeiten steckt das Zeug zum schlimmsten Unheil. Ein Blick in die Tageszeitung reicht da immer schon. Es ließen sich so viele weitere Beispiele anführen. Immer geht es darum, ein Gespür zu entwickeln für die ganz eigene, sehr fremde und manchmal sogar befremdliche Art der Bibel. Es kommt darauf an, dass wir diesen Sound der Bibel gelten lassen. Erstmal. Und was dann daraus folgt für unsere Sicht der Welt, des Lebens, das steht nochmal auf einem anderen Blatt.